Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder viele kleine Telefonschnipsel zusammengesucht, die nicht für ein ganzes Gespräch oder ein ganzes Video reichen, aber trotzdem jede Menge Informationscharakter und auf jeden Fall Unterhaltungswert haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Hallo? Ja, bitte. Hallo? Hallo? Ja? Einen schönen guten Abend. Spreche ich mit der Rübe? Ja? Das freut mich. Ich bin Mia Galli und ich rufe Ihnen von der Investing Academy. Wenn darf ich fragen, haben Sie eine Erfahrung gehabt mit Online-Trading? Nee. Und haben Sie bestimmt ein bisschen gehört, was ist Trading? Nee. Das ist kein Problem, weil für diese, ich habe Ihnen jetzt angerufen, ein paar Informationen mit Ihnen zu teilen. Dann darf ich fragen, woher finden Sie momentan? Sind Sie zu Hause oder bei der Arbeit? Nee. Nee, den ganzen Tag. Kann sie reden oder nicht? Ja. Sind Sie eine Penner? Das meinen Sie auch? Ja, nee, ups. Was? Fick dich, Mann. Ja, also ich weiß nicht, was sie so genau gesagt hat. Ich meine, klar, den Schluss, den habe ich verstanden, aber naja, Herz allerliebst. Und so eine wollte mein Geld haben. Ist ja nett, also wie sie sich hier gleich von Anfang an wieder gegeben hat. Die ruft bei mir an, fragt, ja, ob ich da mitmachen will. Und wenn ich nicht so ganz antworte, wie sie sich das vorstellt, dann, naja, dann wird man halt gleich als Kunde beleidigt. So stellt man sich das definitiv nicht bei einer Trading-Bank weiter. Also, oder vor, also, würde ich jetzt mal so behaupten. Einfach nur Wahnsinn, wenn da solche Menschen anrufen und euch einfach mal so durchs Telefon beleidigen, obwohl ihr gar nicht so richtig wisst, ja, worum es überhaupt geht. Ich meine, letztendlich hat sie ja überhaupt nicht mit der Sprache rausgerückt. Und wenn ich als Kunde ja erstmal gar nicht weiß, dass ich überhaupt einen Anruf bekomme und überhaupt nicht weiß, worum es geht, klar bin ich da erstmal ein bisschen perplex und überrascht und weiß überhaupt gar nicht, was sie von mir will. Naja, aber die Betrüger, die sehen das ja irgendwie immer anders. Bei denen, die denken jedes Mal, der Computer ist schon eingeschaltet, ihr habt eure ganzen Kreditkarten feinsäuberlich irgendwo schon positioniert und wartet nur noch auf den Anruf. Naja, aber dazu müsste es auch irgendwo schon mal vorher gestanden haben, dass man das machen soll. Aber gut, die wird auf jeden Fall mit dieser Masche hoffentlich nicht so viele Leute betrügen. Guten Tag. Ja, bitte. Ich grüße Sie. Ja, und dann? Kommt da noch was oder war's das denn schon? Okay. Ja, hallo, ich grüße Sie. Und das war's dann tatsächlich auch schon, ja, das komplette Gespräch, was wir mit dem Betrüger hier geführt haben. Weiß ich nicht, ob das wieder einer von denen waren, der mich vielleicht an der Stimme erkannt hat. Ja, das kann tatsächlich das eine oder andere Mal passieren, aber naja, ist ja nicht so schlimm. Hier rufen ja noch 1000 andere an. Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Sprech mit Herr Arschloch. Ja. Okay. Also wir haben eine Registrierung und unsere Telefonnummer und der Name steht einmal Arschloch. Ludolf. Ja. Stimmt das? Ja. Okay, also es ist ein bisschen komisch, warum zum Beispiel Arschloch. Wieso? Heißen Sie so oder wie ist? Ja. Okay. Okay, also Herr Arschloch, und zwar es geht um Ihre auf. Also Sie haben sich für eine Werbung registriert bei einem Random. Hm. Wissen Sie noch oder haben Sie es vergessen? Habe ich vergessen. Sie haben vergessen, okay. Haben Sie auf dem PC, welche PC haben Sie denn? Handy, welche haben Sie? Was ich für einen Computer habe? Ja. Ein Intel NUC. So, okay. Warum höre ich mich doppelt? Ich höre mich doppelt. Weiß ich nicht. Nehmen Sie vielleicht das Gespräch auf? Ja, natürlich. Das ist gut. Ja. Immer Sicherheit, ja? Mhm, genau. Das ist perfekt. Also wir haben sehr manchmal Kunden, die so einmal haben, ja? Ja. Aber ich finde ganz gut, Sie sind ein seltsamer Kunde, der das hat. Das finden wir toll, dass Sie das haben, dass Sie das alles aufnehmen. Ja. Toll. Ja. Machen Sie weiter so, ja? Nicht, dass Sie verarscht oder betrügt zu werden. Das ist gut, weil momentan gibt es sehr viele Betrüger und verarscht, ne? Mhm, genau. Ja, ja. Ja, wenn das so ist, dann warum haben Sie sich bei uns registriert, Herr Ludolf? Gute Frage.
gute Frage, du Arschloch, du Fixer. Du bist ein YouTuber, du Arschloch, fick dich, Alter, du Hurensohn. Ja? Tja. Ja. Also, er ruft für den Herrn Arschloch an. Zieht sein Skript erstmal ein Stückchen durch, wundert sich dann und fängt dann an zu beleidigen. Tja, und vor allem spricht er davon, dass das okay ist, dass ich aufzeichne. Ja, kann ja auch sein, dass er das okay findet. Aber dann spricht er ja auch davon, dass das gut ist, dass ich aufzeichne und dass es ja ganz viele Betrüger gibt. Und ja, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass ja er zu den Betrügern gehört. Das finde ich tatsächlich immer wieder sehr beeindruckend, dass die Betrüger davon reden, dass es ganz viele Betrüger gibt. Nur irgendwie sind die Betrüger alle selber keine Betrüger. Immer wieder interessant, wie sie sich damit rausreden wollen. Aber am Ende sind es alles nur Betrüger, die hier anrufen, da grundsätzlich der ganze Account dafür gemacht ist. Ja, und auch der Name und ja, alles, was wir hier so überhaupt betreiben auf dem Kanal, das kann nur im Betrug enden, da die Daten überall nur dort angegeben werden, wo Betrug auch am Ende zu erwarten ist. Also Webseiten, die schon grundsätzlich unseriös aussehen. Naja, und so kommen dann solche Gespräche hier zustande. Schon irgendwie Wahnsinn, wenn man da einfach mal drüber nachdenkt, wie die mit ihren potenziellen Kunden umgehen und dass sich sowas ja natürlich auch rumsprechen kann. Also im Sinne von, das merken auch andere Menschen, dass man hier ja nur beleidigt wird. Und naja, ich hoffe, dass ihr die Videos definitiv überall teilt mit euren Bekannten, Verwandten ja, und allen, denen ihr so kennt, damit einfach niemand auf sowas drauf reinfällt. Naja, gruselig. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, Herr Steinsberger. Ich bin Christian Müller aus Qualitätsabteilung von TNCA Investmentfirma. Oh, toll! Ja, ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Oh, Schätzelein, ich habe so viel Erfahrung. Oh, wirklich? Und welche Erfahrung haben Sie? Oh, nur schmutzige, das darf ich nicht am Telefon erzählen. Ah, okay. Ja, ich glaube, dann ist ihr der Charakter gleich direkt auf den Sack gegangen und dadurch hat sie das Gespräch beendet. Naja, aber von dem Charakter habt ihr tatsächlich auch schon ein längeres Video gehört, was nicht nur so kurz geht. Naja, aber hier erklärt sich auch, warum solche kurzen Gespräche immer mal wieder zustande kommen. Ja, damit verbrennt man natürlich auch ein bisschen Erde. Man muss schon eine Weile suchen, bis man dann tatsächlich irgendjemanden gefunden hat, der es schluckt und glaubt und dann am Telefon bleibt. Das passiert natürlich auch nicht immer gleich direkt auf Anhieb. Na doch, aber auch schon ziemlich oft, dass die das auf Anhieb schlucken. Naja, ich meine, die glauben ja auch, dass ich Herr Arschloch heiße. Oder Herr Schornsteinfeger oder weiß ich nicht. Schleuderpimmel hatten wir ja hier auch schon, Schwingtitte. Oh Mann, ich find's einfach nur immer wieder unterirdisch. Aber gut, machen wir weiter. Wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich bin Herr Rüdiger Röme. Ja. Grüßen Sie, Herr Römer. Mein Name ist Herr Weber von der Firma Bitmo 24. Ich melde mich kurz bei Ihnen, weil Sie das haben registriert gestern auf unserer Handelsplattform, ja? Nee, gestern war ich im Buch, da war ich gar nicht der Hülse. Da habe ich nur eingeknallt. Bitte? Ich sag, gestern war ich im Freudenhaus, da habe ich nur eingeknallt. Da war ich auch nicht am Computer. Okay, das heißt, dass Sie nicht notieren, registrieren haben, oder wie? Richtig, das heißt, die Aussage stimmt nicht. Okay, und E-Mail, Home-Mail, Birme@gmail.com, ist das doch Ihre E-Mail, oder? Nee, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Okay, schönen Tag. Das wünsche ich. Naja, was ich ihm gewünscht habe, ich glaube, das wisst ihr. Da brauche ich gar nicht weiter ausholen. Aber wieder Wahnsinn, das Gespräch. Aber gut, machen wir mit dem nächsten Schnipsel weiter. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Walter? Ja, aber ich kann Sie kaum hören. Hören Sie mich besser jetzt? Die Musik ist unfassbar laut. Hallo? Da hat man wieder einen Telefonat aus der Kategorie, wir probieren es einfach mal, aus einer Diskothek bei den Leuten anzurufen und gucken, wie doof die Leute sind, ob die darauf reinfallen. Wir fallen darauf natürlich nicht rein, wenn die aus einer halben Diskothek anrufen und die ganze Zeit eigentlich nur Lärm am Telefon beschallen. Ich finde das immer wieder ja, bestürzend, wahnsinnig und einfach nur absolut katastrophal, was da so an der Telefonleitung gerne mal bei den Betrügern überhaupt so los ist.
Die Musik dröhnend laut. Man versteht gar nicht, was die Mitarbeiter da sagen. Und das soll irgendjemand glauben, dass die von irgendeiner seriösen Tradingbank anrufen, um ja, euch dabei mal zu unterstützen, wie ihr Geld verdienen könnt. Mal davon abgesehen, dass euch definitiv keiner anruft und euch erzählt, wie man reich wird. Die hier tun's schon, aber dass das nicht echt sein kann, ich glaube, das sagt schon einfach schon der logische Menschenverstand, dass man da grundsätzlich lieber die Finger von lassen sollte. Denn am Ende, ja, ist das Geld halt einfach weg, wenn man da irgendwie versucht, nur irgendwas einzuzahlen. Da sollte man lieber nicht dran denken. Hallo? Ja. Hallo, hör auf, Frank. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich verstehe nichts. Hallo? Ja, die Verbindung ist scheiße. So, mein Name ist Anna Flores und ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutschen Börse und ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen, ja? Es geht um Online-Handel, Online-Trading, ja? So. Es geht um Bitcoin. Kann ich etwas erklären, bitte, wie funktioniert mit unserem Unternehmen? Für ein Zimmer. Wie bitte? Ja. Okay, können Sie mir einmal hören, oder? Ja. Weil Sie arbeiten jetzt. Nochmal? Hallo? Ja, nur hallo? Erzähl da deine Scheiße. Wie oft denn jetzt noch? Es ist nicht meine Scheiße, bitte. Tja, unfassbar. Also, die hat mich tatsächlich gleich von Anfang an aufgeregt. Die Leitung ist furchtbar, der Krach ist furchtbar, die Aussprache ist furchtbar, der Akzent ist furchtbar und die Stimme sowieso. Und dann will sie auch noch alles 10-mal wiederholt haben. Und ich meine, naja, ihr wisst ja, ich mache ja nebenbei immer so ein paar Sachen wie den Haushalt und so. Und hier bei den Gesprächen hatte ich auch tatsächlich noch das alte Telefon benutzt. Ja, was ich halt auch hingelegt habe, weil ich kein Headset dafür hatte. Also es ging da kein Headset technisch. Also ich hätte eins haben können, aber es ging halt mit der Software nicht, um da die Gespräche aufzuzeichnen. Und dementsprechend habe ich halt das Telefon immer mal neben mich gelegt, damit ich halt in Ruhe meine Wäsche da zusammenpacken kann, wenn so eine, naja, tolle Blitzbirne da anruft und mir irgendwie einen Trading-Müll da verkaufen will. Ja, und dementsprechend, habt ihr ja auch gehört, war ich halt auch immer mal so ein kleines bisschen weiter weg vom Telefon. Ja, wenn man aber gerade dabei ist, auch die Wäsche zusammenzulegen, was ja auch tatsächlich normal sein kann, wenn man angerufen wird und man gerade irgendwas anderes vorhatte in dem Moment, wo das Telefon klingelt, da rechnet man ja nie mit, dass die anrufen. Ja, und dass ich jetzt nun nicht gleich daneben stehen bleibe und da total von, wow, tolles Angebot. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Aber naja gut, hier war das Gespräch ja dadurch ziemlich schnell wieder zu Ende. Machen wir mal weiter. Guten Tag, Herr Steiner, richtig? Ja. Schön, Sie mal bereit zu haben, Herr Steiner. Mein Name ist Meier. Mhm. Und zwar, ich melde mich also von der Online-Trading-Plattform da, wo Sie mit der E-Mail gerold.steiner@mdccsun.de einen Account angemeldet haben. Ist das richtig, Herr Steiner? Ja, weiß ich nicht. Das betrifft etwa 10.000 Plattformen, wo ich da angemeldet bin. Etwa 10.000 Plattformen? Ja. Also Sie haben fast in 10.000 Plattformen mitgemacht, aber wie war die Erfahrung bis jetzt bei denen 10.000? Überall das Gleiche, alles Betrüger. Alles Betrüger, das bedeutet, Sie haben immer nur schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Leuten gemacht bis jetzt her, oder? Genau. Also noch keine vernünftige Plattform haben Sie bis jetzt erreicht, lieber Herr Steiner. Ja. Aber was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt eventuell auf eine vernünftige Plattform gefunden haben, die auf jeden Fall einen ganz guten Service für Sie bieten würde, da wo Sie das erstmal testen werden, um zu schauen, wie Seriosität die Sache bei uns abläuft, um zu schauen, ob Sie eventuell bei uns was machen können, um zu testen. Ich würde mal so general sagen, Sie können uns vergleichen, also ich weiß, dass Sie jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht haben, nun immer nur schlechte Erfahrungen, nicht mal eine vernünftige war bis jetzt. Das kann ich ja ganz gut verstehen. Aber war das jetzt ein großer Betrag, wo Sie sich mit Leuten unterhalten haben, verloren, oder war das jetzt mit kleinen Beträgen gewesen, lieber Herr Steiner? Mit gar keinen Beträgen. Mhm. Wie meinen Sie mit gar keinen? Also wie ich sage. Aber Sie haben ja in verschiedenen Plattformen mitgemacht, das ist richtig. Ja. Haben Sie dort mal was investiert? Nee. Und wie können Sie denn wissen, dass es ein Betrug ist? Recherche. Recherche. Okay, und wie meinen Sie zum Beispiel Recherche? Sie haben einfach nur Google geguckt und dann haben Sie geschaut, dass das nicht richtig war und nicht weitergemacht, oder? Unter anderem. Okay, aber was würden Sie sagen, wenn Sie das bei uns etwas anders erleben werden? Wenn Sie bei uns auf jeden Fall eine ganz gute
Seriosität Unternehmen sehen werden, wo sie auch bei uns was setzen können und wo sie auch bei uns was auch auszahlen könnten. Wieder eine kleine Information an all die, die gerade ihre Kopfhörer drin haben oder Hörgeräte oder was es da sonst so alles im Ohr gibt, wird gleich wieder ein kleines bisschen spontan laut. Also drückt lieber die Pause-Taste und regelt mal runter, bevor ihr wartet und ne, also noch am Wühlen seid, wo das Handy gerade liegt. Das kommt gleich ziemlich unerwartet. Ja, wie heißt denn die Plattform? Haben Sie da vorne einen Rechner, PC oder Laptop? Aber natürlich. Aber dann sage ich mal die Namen. iBank.io. Was ist denn los? Gehört ja genauso zu den Betrügern. Sie haben gesagt, ja, okay, weiter. Lächerlich. Warum ist das lächerlich? Lächerlich. Betrüger, Abzocker, Krimineller. Wer sagt das denn Ihnen, Herr Gerold? Ich habe das gesagt. Ja, schreiben Sie mal erstmal auf der Seite die Plattform, dann können Sie erstmal checken. Dann können Sie hab ich schon. Bitte. Wie haben Sie das gemacht? Was haben Sie geschrieben? Ja, indem ich etwa 100 Anrufe von Ihrer Plattform schon habe. Aber mit Sicherheit hast du nie unsere Plattform gesehen, das kann ich Ihnen garantieren. Natürlich, die mit dem roten Logo. Nein, das ist nicht mit rotem Logo. Die müssen nicht einfach nur so ganz schnell reagieren. Das ist doch kein roter Logo. Wer hat das gesagt? Deswegen muss man richtig gut zuhören und dann eine Antwort geben. Ich dreh durch. Lächerlich! Haben Sie ein Problem? Ja, mit Ihnen. Sie sind ein Betrüger, ein Scheißkrimineller. Schämen Sie sich nicht? Warum? Ja, weil Sie kriminell sind. Wer hat das Ihnen gesagt, dass ich das bin? Ich hab das gesagt. Und wo haben Sie einen Fakten oder sowas in der Art? Ja, Sie rufen zum Beispiel gerade ohne Werbeerlaubnis an. Sie rufen was? Kumpel, dir fehlt das Double Opt-in. Du darfst gar nicht anrufen. Du kannst doch die Nummer sehen, dachte ich. Ja, und du darfst nicht anrufen. Kannst du mal auf Google erstmal bitte schreiben, iBank.io, bitte? Nee. Erstens. .io. Da, wo die ganzen Betrüger herkommen. Ich glaube, Sie haben ein Problem. Also ich glaube. Ja, mit Betrügern. Nein, ich glaube, Sie haben so ein Problem, so allgemein. Aber ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, was wünsche ich dir nicht, du kriminelles Schwein? Ah, das soll bedeuten, Sie haben irgendwo so viel verloren, oder dass Sie so reagieren. Nee. Ich stelle dich auf YouTube und sorge dafür, dass niemand mehr bei euch investiert. Ich glaube, Sie sind gestört. Tschüss, du Krimineller. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Bye-bye. Also ich behaupte jetzt mal ganz frech, den haben wir so richtig schön überfordert mit dem, was er da eigentlich so tut, also beim Betrügen. Ne? Und ich glaube, ja, der braucht auf jeden Fall hinterher seine Zigarette. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Denn, naja, damit konnte, glaube ich, keiner rechnen. Habe ich selber schon nicht mehr mit gerechnet, dass ich da gleich so einen Schreikrampf kriege. Aber ist ja auch Wahnsinn. Die versuchen, einen zu betrügen, zu bescheißen, wo es nur geht. Und das Schlimme dabei ist, alles, was die eigentlich sagen und sobald die deinen Mund aufmachen, ist wirklich alles gelogen von dem, was sie da von sich geben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den netten Betrügern hier haltet. Also hier hatten wir tatsächlich eine Betrügerin dran, die ganz genau weiß, dass ihr Mikrofon offen ist und ja, sie hatte einfach keine Lust mit uns sich zu unterhalten und hat die Musik aus dem Callcenter-Hintergrund laufen lassen.
Kann man mal machen, aber naja, vom Prinzip her verrät es einfach nur wieder, was wir da für ein Callcenter dran hatten. Ich vermute mal, dass ich mit denen kurz vorher gesprochen habe und die dann aus Frust noch ein paar Mal bei mir angerufen haben. Sowas kommt hier ziemlich oft vor. Also, dass ich hier tatsächlich auf bestimmten Rufnummern, wo ich gerade irgendein Callcenter gerade ein bisschen übertrieben genervt habe, dass die Rufnummer tatsächlich zum, ja, Spam-Anrufen missbrauchen und mich hier gerne mal 100 Mal hintereinander am Stück anrufen. Und dann entweder sowas machen oder gar nicht rangehen und direkt auflegen, wenn ich dann rangehe oder, naja. Aber das Gute ist, wir haben ja hier selber eine Callcenter-Anlage, wo wir aufs Knöpfchen drücken und schon geht die Nummer erstmal nicht mehr. Dann sitze ich die Sache einfach aus und nehme die Nummer morgen wieder. So ist es halt. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnippelchen. Herr Schimmeldonner. Ja? Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Entzückend. Ja, genau. Also, wissen Sie, worum es geht? Ja, um Tradingbetrug. Tradingbetrug? Ja. Und wieso ist es so? Das hört man schon an den Hintergrundgeräuschen. Ja, und was gibt das Ihnen? Was? Was gibt das Ihnen denn? Hass und Wut. Dass es so Menschen wie dich gibt. Also, ich denke, dass Sie nicht genug seriös sind, dass Sie mit online handeln können, ja? Ja. Das ist so. Okay. Sie sind nicht genug Erwachsene, dass Sie anfangen, Investitionen zu machen. Ja, schön. Und hast du dich heute schon gewaschen? Sie sind einfach eine kleine Hurensohn. Ja? Na, okay. Immerhin bin ich dann mehr als du. Ja, dann... Fick dich, Alter. Ja, das mache ich jeden Tag. Ja, immer wieder die gleiche Frage. Was gibt das eigentlich den Betrügern, wenn die so mit ihren Kunden sprechen und die Kunden eigentlich am Telefon die ganze Zeit nur beleidigen? Ich meine, naja, seine Fragestellung war ja am Anfang auch schon ganz blöd, wo ich dann halt eben auch dementsprechend blöd geantwortet habe. Und ja, dass ich halt eben weiß, dass es Trading-Betrug ist und sich hier um nichts anderes handeln wird, wenn er hier bei mir an der Leitung ist. Aber was wollen die eigentlich auch erwarten? Dass die Leute nett zu denen sind, dass die Leute einfühlsam sind und Verständnis dafür haben, dass man hier angerufen wird, um beschissen zu werden? Ich weiß es manchmal echt nicht, was die sich da einbilden. Aber gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hören Sie mich? Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr. Emma Smith spricht hier. Wie geht es Ihnen? Hallo? Ja, hallo. Ja, hören Sie mich? Nee. Okay, schön, Sie am Apparat zu haben, Herr Steiner. Wie geht es Ihnen? Hallo? Bitte können Sie mich hören oder nicht? Hallo? Wenn Sie mich hören, bitte antworten Sie mir. Ja. Hallo? Hallo? Ja, also hier weiß ich jetzt nicht, ob die uns nicht gehört hat oder wo jetzt hier genau das Problem war. Naja, aber das Gespräch ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Also, naja, wenn Sie der Meinung sind, so Ihre Kontakte zu verbrennen, bitteschön. Ja, das war wieder so eine Art Spaßanruf, wo das Callcenter einfach aus lauter Langeweile mal ein bisschen angerufen hat, um, weiß ich nicht, die Zeit selber zu verschwenden. Können wir gerne machen. Bin ich gerne bereit für. Wenn Sie Ihre Leitungen damit belegen wollen und ja, Ihre Zeit ein bisschen ausgeben wollen, dann sollen Sie bei mir anrufen und sowas da veranstalten, bitteschön. Aber naja, alleine daran erkennt man eigentlich schon wieder, was da so für Callcenter bei mir anrufen. Da braucht man gar nicht groß drüber nachdenken oder drüber sprechen. Es sind einfach Betrüger. Thank you.
Und wieder eins von den sinnlosen Calls. Aber wenn ihr irgendwo in diesen Ausschnitten was versteht, was die so im Hintergrund sagen, ich meine jetzt in dem nicht, aber vielleicht im vorletzten, also in dem davor, vielleicht hört ihr da ja was raus, was die da so eigentlich auch erzählen und sagen. Und ja, manchmal kann man ja dann so ein bisschen erahnen, zumindest welche Landsmänner da am Telefon sind. Ja, irgendwo müssen sie ja herkommen, ne? Ich meine, dass die nicht in Deutschland sitzen mit dem Krach und solchen komischen Callcentern und solchen komischen Arbeitsweisen. Ich denke da, das ist klar. Das, also in Deutschland kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass man da im Callcenter so eine halbe rollende Diskothek hat. Ja, aber manchmal frage ich mich wirklich, was haben die Betrüger davon, wenn die bei mir anrufen und so einen Krach da am Telefon machen? Ich kann ja, wie gesagt, die Nummer einfach abschalten, wenn es mir dann irgendwann zu bunt wird und ich das nicht mehr, ja, haben will und ja, wieder sinnvolle Betrügergespräche an der Leitung haben will. Ja, das ist ja hier nun wirklich nicht das Problem. Gut, wissen die Betrüger nicht unbedingt automatisch. Vielleicht freuen sie sich ja darüber und denken, die könnten mich irgendwie damit ärgern. Nur das Gegenteil ist der Fall, denn am Ende verschwenden die nur selbst ihre Zeit und verplempern jede Menge ihrer eigenen Zeit und vor allem auch von ihrer Energie, wo sie jemanden anderen bescheißen könnten. Ist auf jeden Fall immer gut zu wissen, dass die Betrüger nicht so viel Wert darauf legen, eigentlich wirklich Geld zu verdienen. Denn, naja, so fallen da hoffentlich nicht so viele Menschen drauf rein. Ist auf jeden Fall was Positives am Ende. Halli, hallo, Hallöle. Einen guten schönen Abend, Herr Philipp Braun ist am Apparat, Herr Rommel. Anderen haben Sie noch einiges Zeit Interesse gezeigt. Ich kann Sie nicht hören. Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt kommt was an. Okay, Philipp Braun ist am Apparat. Ich melde mich bezüglich Ihrer Interesse an Kryptohandel. Aha. Haben Sie noch Interesse? Haben Sie bei Bitmoin 24 angemeldet? Keine Ahnung. Das war am 28. März. Aha. Ja und? Nun? Ich wollte nur von mich erkundigen, ob Sie das möchten oder was nicht. Denn? Ich muss ja wissen, was ich möchte, wenn ich was möchten soll. Bitmoin 24 Bitcoin Kryptohandel. Ja, was denn damit? Ja, haben Sie Interesse, ja oder nein? Ich weiß ja nicht, woran. Ja, genau. Und an der Stelle hatte er wohl dann keine Lust, mir zu erklären, worum es geht. Ja, ist schon interessant. Ruft einfach eine fremde Person bei euch an und der geht davon aus, dass ihr wisst, was er eigentlich so von euch will. Also, so habe ich mir das... Ja, so habe ich es jetzt verstanden. Der ruft bei mir an und er ist der Meinung, ich müsste jetzt wissen, was er jetzt von mir wollte. Aber gut, erklären wollte er auch nicht. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Schnipsel. Hallo? Hallo, guten Tag. Grüße Sie. Also, ich bin Mobikraft. Haben Sie angerufen, dass Sie ausgewählt wurden, um Informationen über die Wirtschaft und Eikos zu erhalten? Aha. Hätten Sie kurz Zeit, bitte? Ja, worum geht's denn genau? Also, wir sind eine innovative Exchange-Plattform und Eikos sind Coins. War die Leitung weg. Also, nochmal. Wir sind eine innovative Exchange-Plattform und Eikos sind Coins, die noch nicht auf dem Markt sind und sind auch extrem billig. Aha. Sind Sie denn, können Sie jetzt sprechen oder sind Sie beschäftigt? Ich bin ja an der Leitung. Worum geht's denn da genau? Das heißt, wir arbeiten hier mit Projekten von den Eikos. Das heißt, wenn ein Projekt natürlich in der Entwicklungsphase ist, ein App oder ein Metaverse, also um das geht es momentan. Das heißt, natürlich die Coins werden, weil sie nicht auf dem Markt sind, sie werden extrem billig verkauft und so kann man die natürlich jetzt auch sehr günstig kaufen und sobald sie auf den Markt kommen, ne, können wir die auch viel teurer verkaufen. Also Ihre Leitung ist so schlecht, ich verstehe kaum was. Wieso verstehen Sie mich nicht? Da ja, habe ich doch die Begründung schon vorab geschoben. Weil ich höre Sie ganz klar. Ja, ich sehe nicht so. Das bricht immer ab. Aha, aber sind Sie vielleicht im Auto? Nö. Weil ich höre irgendwie meine Stimme zweimal. Ach so. Also, haben Sie Interesse oder? Ja, ich weiß ja immer noch nicht, woran. Die Leitung war so schlecht, dass ich nichts verstanden habe.
Also Sie können alles verstehen, was ich sage, aber nur wenn ich Ihnen erkläre, das verstehen Sie nicht. Ja, das kam das nicht. Das finde ich komisch. Das kam nicht durch, ja. Ja, aber Sie antworten jederzeit, was ich sage, aber nur an das, was ich verstehe. Ja, jetzt wird die Leitung zum Beispiel gerade wieder schlecht. Aber ich verstehe Sie auch nicht so richtig. Können Sie mir das erklären? Nö. Jetzt ist es wieder wenn ganz schlecht. Wenn Sie einfach so antworten, dann Hallo? Legen Sie einfach auf. Ja, jetzt verstehe ich Sie wieder ganz schlecht. Aber eine Frage, haben Sie Langeweile und Sie antworten mir nur auf Langeweile? Hä? Ihre Leitung ist schlecht, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ja, bei mir kommt das vor, als ob Sie mich veräppeln wollen. Und das lasse ich nicht zu. Aha, weil ich tue hier meine Arbeit. Und wozu? Und ich habe hier keine Zeit, um Blödsinn zu sprechen. Wenn Sie kein Interesse haben, dann legen Sie einfach auf, bitte. Ich weiß ja nicht mal woran, ich habe es nicht verstanden. Natürlich haben Sie es verstanden, weil ich schon zweimal erklärt habe. Ja, und wie gesagt, ich habe es zweimal nicht verstanden, weil die Leitung schlecht geworden ist. Ja gut, okay, trotzdem, ich sehe, dass Sie kein Interesse haben. Danke sehr. Was? Tja, so kann man sich das Geschäft halt eben auch selber komplett kaputt machen, ne? Ich meine, haben wir nichts dagegen. Ist ja prima, wenn die gleich von vornherein so, ja, weiß ich nicht, Angst hat. Aber das könnte natürlich auch daran liegen, dass es mittlerweile so viele Scambaiter gibt und sicherlich auch den ein oder anderen Zuschauer, der da Spaß dran hat. Ist auf jeden Fall gut. Ich meine, grundsätzlich muss ich euch natürlich immer davor warnen, passt auf, was ihr da macht. Letztendlich sind das Kriminelle. Ja, aber wenn es solche Kriminelle hier sind, dann ist es eigentlich nur peinlich und lustig, wenn die selbst ihr Gespräch kaputt macht und selbst ihren Verkauf. Ich meine, gut, bei uns konnte sie am Ende dann nichts verkaufen. Naja, und da, wo sie gedacht hat, dass ich sie nur veräpple, das entsprach ja nicht den Tatsachen. Ich meine, ihr habt es ja an der Leitung gehört. Die Leitung, die war ja wirklich mehr als unterirdisch und man konnte überhaupt nicht verstehen, was sie da von einem wollte. Weil genau die entscheidenden Stellen wohl irgendwie, weiß ich nicht, die waren da tatsächlich kaputt an der Leitung. Das ist hier nicht von mir irgendwie reinretuschiert oder bearbeitet. Es war exakt an dieser Stelle. Das heißt, ich habe sie wirklich nicht verstanden. Und da ihr ja wisst, dass ich mit dem Telefon über Lautsprecher telefoniere, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass es nochmal ein bisschen schwieriger wurde. Aber gut, freut mich auf jeden Fall, dass die Betrüger mittlerweile Angst vor uns haben und, naja, grundsätzlich schon Gespräche abwürgen. Hat definitiv zur Folge, dass sie auch sicherlich ja, echte potenzielle Kunden aussortieren werden. Und das sorgt ja, am Ende auf jeden Fall dafür, dass der Umsatz von diesen Goldcentern, Gott sei Dank, ein großes Stück gemindert werden müsste. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Ihr seht jetzt noch die Playlist mit weiteren Angeboten auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.